Perfekt. So, was geht ab, YouTube? Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Es ist tatsächlich soweit. Heute ist der legendäre, der einzigartige, der... Ich lasse einfach jemand anderes für mich übernehmen, okay? We are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling. Are you ready? Are you ready? Gucken Sie uns heute an. Es ist eine sportliche Veranstaltung, ein Sparingskampf zwischen beiden. Und wir schauen rein. Folgt mir gerne auf Twitch. Erster Link in der Bio. Heute gibt's kein Babalocken, heute gibt's Babaschläge. Ah, ich bin Sonja, Manni, Kartell, auf Lock her. Heute wird Mütter alle, Dietzenbach alle, was? Ewa, wer kämpfen will, soll kommen, Dietzenbach. Ewa, schreibt mich, ruft mich an, 112, ihr Selenik. Ewa, Sanchez Huda, mein Name. Walla, das sind einfach potenzielle Rapper, Digga. Ich sag's euch. Walla, Sonja ist einfach ein Rapper. Safi, brutal getrainiert. Sippo, Dankeschön für den Verschenken. Heute gegen Sonja, die denkt ja auch, weil die 2-3 Tage Knast war wegen Kleinigkeiten, die denkt, die kann mich jetzt hier dissen. Ein Apparat, so ein Jewish, die geht schlafen, möchte gegen Marok. Falls in der Zukunft einige Mädels auch gegen mich und, oder gegen Sonja eintreten wollen, ihr könnt euch gerne bei Fatih melden. Ihr wisst Bescheid, Ewa. No man! So Leute, der Tag ist da, auf den alle gewartet haben. Heute findet der Boxkampf zwischen... Was sagt ihr, Chat? Wer macht es? Wer holt das Ding? Ich weiß es nicht. I'm gonna smash your boy, guys. Sonja und Ruderstab. Unterstützt das alles natürlich von meinem Bruder und gleichzeitig Träne. No Limit. Dankeschön erstmal dafür und ja, wie gesagt, also wir möchten einen fairen Kampf, wir möchten einen sauberen, freundlichen Kampf zwischen euch. Also wir möchten, dass wenn ihr fertig gekämpft habt, möchten wir trotzdem, dass ihr euch umarmt. Ja, natürlich. Ja, euch einen Kuss gibt. Sowieso. Weil das wird alles auf die sportliche Art und Weise gemacht. Es war auch mein Ziel, ja. Das ist auch ganz wichtig, müssen wir hier betonen, dass es sportlich, Gewalt ist nie eine Lösung. Boxen im sportlichen Sinne ist vollkommen in Ordnung. Aber Gewalt ist keine Lösung und darf auch nicht irgendwie missverstanden werden, das Ganze. Habt ihr gesehen, ich bringe gerade mehrere Shows raus, wie Shopping Queen. Und ich habe mit den Mädels gedacht, komm, wir bringen auch was mit Boxen etwas raus. Weil ich finde, meiner Meinung nach, gibt es so etwas nicht, wo Mädels die Möglichkeit bekommen, so YouTube-mäßig zu boxen. Ich finde, das fehlt einfach. Deswegen habe ich mir mit diesem Format gedacht, machen wir die Eröffnung mit Sonja und Huda. In Zukunft haben wir natürlich vor, das Ganze zu pushen und daraus eine riesen Show-Turniere zu machen. Genau, so Veranstaltung. Genau, veranstaltungsmäßig, Eintritt, Riesenpublikum, das wird auf jeden Fall mega. Deswegen sind die ersten Sonja und Huda, die das Ganze eröffnen. Und wenn du da draußen Interesse hast, melde dich einfach. Ja, André, wie lange machst du das jetzt? 10 Jahre schon. Seit 10 Jahren macht er das. Wie viele Kämpfe hast du schon? 75 Kämpfe. Was hast du für Siege? Wir haben hier alles. Wir haben von Europameister, Deutscher Meister, die ganzen Titel überall hängen. Also deswegen habe ich auch ihn dabei. Wir machen das nicht einfach so, just for fun. Es wird professionell hier jemand auch nachgeguckt, falls es irgendwelche Verletzungen geben sollte. Ja. Sowieso. Also. Wir sind gespannt auf den Kampf. Ewa. Asahibi. In der rechten Ecke. Die von Zungenmuskelkater geprägte Einzelkämpferin aus den Hochland Marokkos, aus den Bergen Ketamas. Die auf Harsh Joints zuckende Huda. Mit Knacks im Schädel, der Sahbi. Frankfurt, die Abu Khara. Huda ist jetzt Abu Khara, okay? 53 Kilo, Sanchez Huda. Genau. Wie haben wir nochmal den genannt? Nicht Badr Hari, sondern Badr Khara. Huda ist Badr Khara, okay? Sonja Boyka, richtig. Oh, Sonja Boyka gegen Badr Khara. Es wird nicht gekickt, ja. Es wird nur geboxt. Ne? Ja. Und alles oberhalb der Kürtel. Geht auch einem. Okay? Ja. Okay, gehen wir zur Seite. Bereit? Fight! Let's go!
Schöne. Also man muss auf jeden Fall eine Sache anmerken. Bis jetzt war es besser als bei Trimix. Digga, was machen die da, Walla? Die stehen einfach Schulter an Schulter. Komm, weiter geht's. Komm. Oh. Der war gut, Sonja. Ja, Denker. Sonja, gut. Ja, Mann. Bruder. Gell? Die Kondition geht jetzt weg. Das ist das Problem. Schlag, wo ich will. Komm, war gut, Sonja. Hiwi. Hiwi. Ja. Der war hart. Ja. Ein Kicks. Ja. Du. Ey, der ist schon da. Break. Weiter. Nein, stopp. Was ist mit der Hand? Der war da, doch. Oh, mein Gott. Chill. One fight. Auf geht's. Gleich habt ihr Pause. Komm. 40 Sekunden. Rechnen zum Körper. Ja. Ja. Oh, dicke. Warte, können wir jetzt Nein, weiter. Bruder, 30 Sekunden. Geht nicht. Oh. Oh. Stopp. Stark, Digga. Stopp. Raus von mir. Nein. Weiter. Dafür, dass sie es aber noch nie gemacht haben, ist schon okay. Die Kondition ist halt kaputt. Weiter, gib. Ja. Nein. Aber ich sage euch ehrlich, die beiden wählen bei Olympia 21, ja das auch. Aber ich sage euch ehrlich, erste Runde würde ich schon Uda geben, oder? Was sagt ihr, erste Runde? Hey, Bruder, die isst Marlboro zum Frühstück, Bruder. Die macht schön die Kippe klein, macht die in Milch und isst die. Zwei, drei. Ja, die hatte bessere Treffer, ja. Vier, fünf, sechs, mach die Arme. Und sag mal. Ja, gut. Auch gut. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut abgetaucht. Nummer. Stark. Mal richtig, mal kann man machen. Hey. Hey, mach mal Sonja. Nein, hast du nicht. Wieder genug. Doch. Bitte machen Sie keinen Link. Wieder genug, jetzt los. Halt, der ist an Otro. Ja, der war einfach stoppen. Bruder. Nein, Wallah. Ich hab 4 Jahre diesen Sport gemacht. Das ist nicht okay. Scheiße, Schwitz. Merkst du jetzt? Warte, und wenn man keine Luft bekommt? Bewegt sich den Ring herum. Die Runde geht immer weiter, oder Leute? Erste Runde habe ich gewonnen auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter, jetzt wird's noch härter. Ich schaff meine Mutter. Oh, was sagst du? Ey, nimm mal alles auf. So. Geht vorwärts. Ich hab keinen Sauerstoff oder diese Luft. Ich rauch viel zu viel, Leute. Das ich hab keinen Sauerstoff oder diese Luft. Und fein! Okay. Zug. Zwei gute Treffer von Sonja. Muss man dazu sagen. Aber es ist gut, dass sie auch mit Kopfstoß gekämpft haben, dass keiner irgendwelche Verletzungen davon tragen kann. Sehr stark. Rechtes im Körper. Rauchen ist nicht gut, muss man an dieser Stelle auch sagen. Sonja Beuker mit klaren Treffer diese Runde. Jawohl. Rechtes im Körper. Jemand mit der rechten Körper. Hör, was er sagt. Jawohl. Ja. Badr Khara mit einem guten Konter. Ja. Stopp.
Auf geht's. Und fight. Sonja, gib dich nicht. Nein, und okay, Arme hoch. Stopp. Und? Ich krieg keine Luft! Ich kann nicht. Oh. Leute, ich. Keine Luft, Digga, keine Luft. Nur weil ich keine Luft krieg, selbst jetzt, wie sagt, ich krieg keine Luft, ich schock meine Mutter. Die hat nicht mal Pause gemacht. Ey, soll ich hier sterben ohne Luft oder was? Denk daran, dass es ein Spiel ist und ich krieg keine Luft. Okay, alles gut. Komm, noch eine Runde müssen die machen. Boah. Ja, normal. Ja, normal. Ich brauch diese Luft oder Sauerstoff. Der erste fertig, wer Stress will, ey, man meldet euch. Ja, Mann, ich bin wach, auf jeden Fall. Sorry, Alter, aber ich krieg keine Luft, was soll ich machen? Ja, Sonja Boyke hat das schon geholt, muss man auch dazu sagen. Das war... Sonja, was ist los mit dir? Eine Million hätte ich auf dich gesagt. Was habe ich gesagt? Ich bin drin, Alter. Ali Della Rue TV, ich küsse dein Auge, Dankeschön für 3 Monate. Was denkst du, Bruder? Der steht gegen mich, ich habe nichts gegen ihn, aber was, keine Ahnung. Nein, er hat gesagt, was ist für gewonnen. Also Leute, ihr habt's gesehen. Noch eine. War ein bisschen... Lass mal, war okay, warte. Leute, wir machen so, wir machen jetzt noch 2 Runden, aber jede Runde wird kurz sein. Auf jeden Fall nicht, Leute. 1 Minute. Okay. Nein. Wir haben 3 Runden 2 gesagt, wir machen jetzt noch 2 Runden 1 Minute. Nein, warum? Damit sie gewinnt, oder? Was soll ich sagen? Nein, egal. Ich liebe ihn. Ich hoffe, meine Mutter, die danke, Jovica. Danke. Also, ich bin nicht dumm, ich mach nur eine Runde. Nein, Walla, doch. Ich hab gewonnen. Der hat schon recht. Nur eine Runde nein, mit Walla. Walla. Doch, Walla, die hat schon recht. Walla, sie hat schon recht. Die Huda wird bevorzugt. Walla, ganz klar hat Sonja gewonnen. Oder, Chat? Seid ehrlich. Ganz klar hat Sonja gewonnen. So, Ladies, genauso weiter. Break. Auseinander. Oh! Warte. Und weiter geht's. Guck mal, Gesicht. Ich stopp. Und weiter geht's. Ja! Ruf! Ja! 30 Sekunden noch. Also, du ruf. Nicht festhalten. Mach hier richtig stopp, dein Ding. Dein Ding, mach das. Pass, komm, oh, geht's weiter. 10 Sekunden. Sonja, geh dich schütteln. Ja. Jawohl. Gib. Ja. Stopp. Ja. Ausgeglichen, ja. Ausgeglichen. Ich kümmere dich um Sonja. Durchatmen. Die wird richtig bevorzugt. Die wird richtig, richtig bevorzugt. Das ist schon unfair. Also ich denke, Sonja hat gewonnen. Leute, kaputt. Schlimmer als wenn ich joggen gehe. Das ist dein Freund, ich hab mir sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, so zu sagen, wie ich hätte das gemacht, oder was?
Ich hoffe, meine Mutter, oh, du hättest alles hier vorgelegt. Du hättest alles Mögliche gemacht, um zu gewinnen. Weil du weißt, du fressst, aber die will nicht zugeben. Was soll ich machen? Schwöre die mal an. Was, Bruder? Ich hab verloren, Leute. Ich fang an, Box zu machen, so trainieren. Diese Kampf. Aber ich muss generell mit alles aufhören. Nicht mal generell. Leute, nicht mal Zigaretten generell dürfen wir eigentlich generell rauchen. Guck mal, mein Gesundheit. Ich kann nur. Normal. Jo, Leute, das war's mit dem Kampf zwischen Hude und Sonja. Wie hat's dir gefallen? Es hat Spaß gemacht. 1 bis 10, 20. Was sagst du? Das hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Aber, ihr wisst doch, ich meine, diese nicht so Spaß, aber Spaß. Viele von euch fragen jetzt vielleicht, wo ist die letzte Runde, weil Huda gesagt hat, wir teilen das auf 2 Runden, 1 Minute. Wo ist die letzte Runde? Leute, ich bin euch ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich mich geboxt habe. Also ich bin ja auch nicht der Schlägerei-Person immer in der Straße. Leute, meine Lunge ist gef***. Ich rauche ja viel, ich trinke auch viel, ich habe meine Lunge ge***. Ich habe keine Luft bekommen und ja, und ich f*** mein Leben. Die waren böse abgefuckt. Walla, die waren richtig abgefuckt. Sonja? So, ja, man kriegt wirklich keine Luft, wenn man Raucher ist oder schon so trinkt, viel trinkt. Wisst ihr, was ich meine? Normal kriegt man keine Luft für sogar 2 Minuten. Das hat sich wie 5 Minuten angefühlt. Deswegen so, ein bisschen besser nicht rauchen und weitermachen. Also ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, wie es... Das ist halt, aus Spaß wurde persönlich, aber... Ich kann auch Sonja verstehen, weil Huda wurde schon ein bisschen bevorzugt. So ist es. Oder die Kamera aussieht für so die Zuschauer. Ich finde so, wenn man es so beobachtet hat, war es ein cooler Kampf. Ich bin glücklich, weil beide ohne irgendeine Verletzung fit neben mir stehen. Das ist das Wichtigste für mich, dass das sportlich geblieben ist. Die Zähne stehen noch. Ewa. Hallo. Ey. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn, Leute. Wie gesagt, an alle Mädels da draußen, wenn ihr Bock auf sowas habt, Boxen. Könnt ihr euch jederzeit melden. Bewerbt euch auf Instagram. Wie gesagt, wir haben vor, ein Turnier daraus zu machen. Ihr könnt auch gerne Sonja und Huda herausfordern. Wir checken das Ganze ab, organisiert. Wir warten auf eure Nachrichten, die Bock haben zu boxen. Wie gesagt, ihr könnt auch gegen Sonja oder Huda boxen. Gerne. Und so hat Spaß gemacht? Ja, normal, auf jeden Fall. Hat Spaß. Das hat meinen Kopf wieder zu Zustand gemacht. Weil ich war verloren mit dieser Rauchmauchen. Jetzt muss ich auf meine Gesundheit ein bisschen aufpassen. Sie hat jetzt vor, auf jeden Fall hier zu trainieren. Ja, so auf jeden Fall. Also, ihr beide habt euch, wie gesagt, umarmt. Warum hat der ein Dealer-Handy am Bugatti? Erklärt sich von selber, oder? Ja, nee, die waren Haps und so. Im Kampf. Sowieso. Zeigt den Leuten, dass ihr euch auch... Also, Gesundheit wieder zu... Gerne. Und so hat Spaß gemacht? Ja, normal, auf jeden Fall. Hat Spaß. Das hat meinen Kopf wieder zu Zustand gemacht. Weil ich war verloren mit dieser Rauchmauchen. Jetzt muss ich auf meine Gesundheit ein bisschen aufpassen. Sie hat jetzt vor, auf jeden Fall hier zu trainieren. Ja, so auf jeden Fall. Also, ihr beide habt euch, wie gesagt, umarmt vor dem Kampf. Sowieso. Zeigt den Leuten, dass ihr euch auch nach dem Kampf umarmt. Kein Hass. Natürlich, das ist sowieso. Das ist unsere... wir sind Achis, so. Achis. So, wir hauen uns wie... Wir ziehen uns die Haare, aber nach einer Minute... Normal. Wie gesagt, ihr dürft in den Kommentaren entscheiden, wer eurer Meinung nach gewonnen hat. Okay? Und ich mache jetzt gerade auch auf Instagram eine Abstimmung von den beiden her. Da könnt ihr auch entscheiden, wer gewonnen hat. War cooler Kampf.